Liebe Zuschauer, 2018 wird es im Hoyerswerda-Klinikum natürlich auch die eine oder andere Neuerung geben. Darüber wollen wir informieren und sind deshalb bei Geschäftsführer Jörg Scharfenberg vor Ort. Bevor wir auf 2018 kommen, würde ich gerne noch auf 2017 zurückkommen. Im Geschäftsbericht 2016 ist das Klinikum ja im Sana-Geschäftsbericht mit sehr viel lobenden Worten bedacht worden. Wird man das 2017 im Rückblick auch lesen können? Ja, Sie sprechen ein fantastisches Thema für uns an. Das Jahr 2016 war hervorragend, eines der besten in der Geschichte des Lausitzer Seenlandklinikums. Wir haben uns über die Wertschätzung des Vorstands im Sana-Geschäftsbericht 2016 sehr, sehr gefreut. Und das war natürlich auch ein Ansporn für uns in 2017, die gleiche Leistung abzurufen. Das Jahr 2017 war aus medizinischer Perspektive auch hervorragend. Uns ist es gelungen, das medizinische Leistungsspektrum konsequent weiterzuentwickeln. Das lag besonders daran, dass wir unsere Schwerpunkte und Zentren hervorragend weiterentwickeln konnten. Besonders im Bereich der Altersmedizin haben wir hervorragende Fortschritte absolviert. Aber auch in unseren Zentren, Endoprothesenzentrum, Brustzentrum, Darmzentrum konnten wir uns hervorragend weiterentwickeln und auch im Bereich der Neurologie. Und uns ist es gelungen, drei hervorragende Mediziner für das Lausitzer Seenlandklinikum zu gewinnen. Herr Dr. Hieronymus hat die Hautklinik als Chefarzt übernommen, Frau Dr. Balzer die HNO-Klinik und im Oktober kam Herr Dr. Müller dazu, der jetzt der neue Chefarzt im Bereich der Chirurgie ist. Ja, von den Fallzahlen hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Wir haben im Jahr 2017 62.000 Patienten im Klinikum behandelt, davon 22.500 stationär, 39.500 ambulant. Das ist eine hervorragende Zahl und ich möchte es an der Stelle nicht versäumen, allen Patienten, Angehörigen und auch zuweisenden Ärzten für das Vertrauen zu danken. Unsere Patienten sind mit unserer Performance sehr zufrieden. Sie haben uns in unserer Patientenbefragung die Gesamtnote 1,4 gegeben und 99% unserer Patienten würden uns weiterempfehlen. Das ist uns natürlich Anspruch, auch für das Jahr 2018. Und alle Patienten können davon ausgehen, dass wir das Beste geben, um die beste Medizin unseren Patienten angedeihen zu lassen. Was mich immer wieder verblüfft, Sie haben die Zahlen gerade gesagt, es ist ein großer Anteil ambulanter Patienten, wobei man ja Krankenhaus mal verbindet mit, da liegt jemand auf Station und wird behandelt. Wie kommt das? Ja, also ich habe es gesagt, wir behandeln im Jahr 39.500 ambulante Patienten, die meisten natürlich in unserer Notfallambulanz. Wir haben jede Woche 500 bis 600 Patientenkontakte in der Notfallambulanz, also wir versorgen 500 bis 600 Patienten. Das ist eine hohe Zahl und damit übernehmen wir natürlich im ambulanten Sektor einen wesentlichen Teil der Vorsorge und auch der, ich sage jetzt mal, Versorgung unserer Patienten in der Region und ergänzen damit natürlich perfekt auch das ambulante Leistungsspektrum unserer niedergelassenen Kollegen. Also wenn man mal davon ausgeht, in der Notfallambulanz sind es ungefähr 30.000 Patienten pro Jahr. Die anderen Patienten werden in unseren vorstationären und nachstationären Sprechstunden behandelt und natürlich auch in unserem medizinischen Versorgungszentrum. Aber es ist davon auszugehen, dass diese Anzahl der Patienten sich in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren noch erhöhen wird. Am Anfang sprachen wir es an, es geht um Neuerungen, es geht um Investitionen im Klinikum. Legen Sie mal los. Ja, auch in 2018 werden wir wieder kräftig investieren im Klinikum. In unserem Investitionsplan stehen 4 Millionen Euro zu Buche. Davon werden wir 2 Millionen Euro in neue Medizintechnik investieren, vorrangig da in Ultraschallgeräte, in Röntgentechnik, in Narkosetechnik, aber auch in OP-Tische und Instrumentarium. Und was uns sehr stolz macht, wir können dieses Jahr wieder bauen. Wir investieren ungefähr 1,3 Millionen Euro in unsere neue Palliativstation und voraussichtlich werden die Baumaßnahmen im Mai losgehen. Das ist ja nicht mehr so lange die man warten muss. Wie sieht es eigentlich aus? Ärztemangel, Fachkräftemangel, wird immer viel diskutiert, wird viel darüber geredet. Aktuell die Situation im Hoyerswerda-Haus? Ja, also aufgrund der hervorragenden und langfristig ausgerichteten Personalpolitik können wir zurzeit über einen Fachkräftemangel in Hoyerswerda nicht sprechen. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir natürlich selber ausbilden. Wir haben ja eine eigene Krankenpflegeschule am Klinikum. Wir bilden 75 Gesundheits- und Krankenpfleger im Klinikum aus und können uns natürlich, ich sage jetzt mal damit, natürlich auch immer mit jungem Personal versorgen.
Wo wir natürlich größere Probleme haben, ist es bei der Gewinnung der Ärzte. Aber wir können viele junge Kollegen, aber auch renommierte Ärzte mit unserem Spektrum, auch mit der Region und natürlich auch mit unserem Medizinkonzept überzeugen. Und uns gelingt es, auch diese Kollegen ans Lausitzer Seenlandklinikum zu holen. Sie sagten gerade die Region. Sie sind ja auch noch nicht allzu lange hier. Wie gefällt sie Ihnen? Also das stimmt nicht ganz. Jeder hat ja nun auch ein Vorleben. Ich hatte in der Vergangenheit schon die Gelegenheit, in der Region auch zu leben. Also ich bin begeistert. Ich fühle mich in der Region sehr wohl, vor allen Dingen landschaftlich. Also ich habe eine hohe Affinität zum Wasser. Und bei uns entsteht ja eine der größten Seenlandschaften in Deutschland. Und ich denke, auch in der Zukunft wird sich das hervorragend auch auf den Tourismus und die Region auswirken. Und vor allen Dingen, ich sage jetzt mal, die Menschen gefallen mir, muss ich sagen. Ich bin ja Thüringer und wir sind ziemlich nah beieinander. Das klingt gut. Das Jahr ist ein Jubiläumsjahr fürs Klinikum. Wird davon Otto Normalverbraucher auch was mitbekommen? Ja, natürlich, wir werden feiern. 120 Jahre wird man nicht jedes Jahr. Wir haben uns vorgenommen, dieses Jubiläum in einer ganzen Festwoche zu würdigen. Die Festwoche wird vom 22. bis zum 27. Oktober stattfinden. Wir haben viele Veranstaltungen geplant für Patienten, für Angehörige, für niedergelassene Ärzte. Kulturell wird auch einiges dabei sein. Wir werden eine große Veranstaltung in der Lausitzhalle durchführen und gekrönt wird die Festwoche vom Tag der offenen Tür am Samstag, dem 27. Oktober, wozu ich gerne alle Zuschauer schon jetzt ganz herzlich einladen möchte. Tag der offenen Tür hat man ja gute Erfahrungen, da rennt man Ihnen ja im wahrsten Sinne des Wortes die Bude ein. Ich nehme an, es wird auch wieder so einige Highlights geben. Selbstverständlich. Also wir haben natürlich vor, jede Fachabteilung entsprechend zu repräsentieren. Gäste werden in Bereiche kommen, in die man sonst nicht so einfach kommt. Also wir werden natürlich wieder auch Führung in der Endoskopie haben, in der Radiologie. Wir werden Teile der Intensivmedizin sicher zugänglich machen und auch die eine oder andere kulturelle Veranstaltung organisieren, wie beim letzten Mal auch. Ja, also die Sportakrobaten haben ja uns begleitet und das kam natürlich auch bei den Gästen sehr, sehr gut an. Beim letzten Tag der offenen Tür konnten wir über 5000 Gäste begrüßen und wir hoffen natürlich, dass wir dieses Jahr auch so viele Gäste in unserem Klinikum begrüßen dürfen. Dann wünsche ich Ihnen nicht nur ein tolles Jubiläum, sondern auch ein tolles Geschäftsjahr und danke für die Beantwortung der Fragen. Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen auch.